Wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass Sie mich so zahlreich sehen. Die ganze Zeit habe ich auf dieser Hauptbühne gewartet, ja, wann der Vortrag endlich losgeht, bis man mir gesagt hat, du bist ja da hinten in dem Raum. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt im ganz intimen Kreis die nächsten 2 bis 3 Stunden einen... Was ist denn? Ja, Wochen. Es kann einen Tick länger gehen. Gut, wenn Sie die Zahnbürste mit haben. Zu einem spannenden Thema uns austauschen werden. Besonders spannend finde ich meine Bezeichnung Martin Geiger. Den Namen kriegt man immer noch hin, aber dann gehört darunter effizienter Tainer. Und der Veranstalter hat schon ein R reingeschmuggelt und hat es effizienter Trainer genannt, weil mit dem Entertainer tut man sich einfach schwer. Effizienter Trainer ist so eine Bezeichnung. Wo kommt's her? Was soll's bedeuten? Ganz einfach, wenn du die Dinge, die du tun musst, so schnell wie möglich erledigst, hast du für die Dinge, die du gerne tust, umso mehr Zeit. Also das ist der Effizienzpart, genauso wie der Entertaining-Part. Und ich hoffe, ein Stück davon kann ich in den nächsten 4 bis 5 Stunden eben vermitteln. Ja, wir sperren jetzt auch gleich zu, sodass keiner mehr rauskommt. Effizientertainment, was ist so mein täglich Brot? Im Grunde geht es darum, dass ich meinen Kunden verhelfe, weniger zu arbeiten und mehr zu leben. Und das gleichzeitig, und das geht ja. Und ein Stück davon werde ich Ihnen möglicherweise vermitteln in den kommenden Minuten. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass ich immer gefragt werde, effizienter Trainer, wie wird man das eigentlich? Und im Grunde ist es wirklich eine sehr, sehr komplexe Ausbildung, ja, die einiges erfordert. Ich will es jetzt aber nur sehr komprimiert darstellen, den Rest verrate ich Ihnen gerne im Anschluss im Detail. Tatsächlich ist es so, du musst wirklich intensivst, jahrelang alles falsch machen, was du so in Verbindung mit Zeit auch nur falsch machen kannst. Und ich verspreche Ihnen, also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich war sehr gründlich in einer Art Selbststudium über Jahre hinweg. Und das Ergebnis dieser Arbeit ist eben, dass ich Ihnen heute sagen kann, 10 Wege, ich habe mich auf 10 beschränkt, 10 unfehlbare Wege sogar, die es gibt, um sein Leben zu verplempern. Und die stelle ich Ihnen vor, in aller Ausführlichkeit, sodass Sie im Anschluss sagen können, der 11. Weg ist, einen Vortrag zu besuchen auf dem Movie Meets Media, wo drinnen jemand über unfehlbare Wege sein Leben zu verplempern redet und draußen die Riesenparty stattfindet. Ja, tatsächlich, wenn du natürlich in so einem Rahmen einen Vortrag hältst, dann musst du dich wirklich extremst vorbereiten. Also das habe ich getan. Ich habe wirklich Studien gelesen. Ich habe im Internet recherchiert. Ich habe in Zeitschriften geguckt, was ich Ihnen mitbringen kann heute an Rocket Science für dieses Thema. Und in einer ganz bekannten Management-Zeitschrift habe ich eine tolle Studie gefunden. Management-Zeitschrift. Sagen Sie mir mal eine. Ich weiß jetzt im Moment nicht mehr, in welcher Stand. Ja. Die andere. Nee, RTV. Im RTV. Also da stand folgende Statistik. Tatsächlich ist es so, dass jeder Dritte, oder jede Dritte natürlich, in sich die Fähigkeit trägt, ein absolut glücklich und erfülltes Leben zu führen, indem er wirklich nur das Wesentliche macht, ja, alles tut, was sein Leben eben glücklich und erfüllt gestaltet und Aufschieben höchstens von seinem Nachbarn kennt. Jeder Dritte ist also in der Lage, effektiv bessere Ergebnisse zu erzielen in allerkürzester Zeit. Und um diese Statistik mal zu überprüfen, würde ich Sie bitten, drehen Sie doch jetzt alle mal nach links und schauen Sie sich mal den Menschen, der da neben Ihnen sitzt, von oben bis unten ganz genau und kritisch an. Und im Anschluss daran bitte ich Sie, drehen Sie sich ruhig auch mal nach rechts und gucken auch mal, wer sitzt denn da so neben mir und schauen Sie auch den von oben bis unten höchst kritisch und genau an. Bin also überzeugt, es kann gar kein Zweifel daran bestehen, bei jeder dritten Person kann es sich demnach nur um Sie ganz persönlich handeln. Ehrt mich umso mehr, schön, dass Sie trotzdem den Weg hierher gefunden haben. Die Frage ist, was will ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten vermitteln? Also ich würde vorschlagen, wir gucken uns erst mal an, woraus besteht unser Leben überhaupt? Also das heißt, wo geht die ganze Zeit hin? Die zweite Frage ist dann, was ist das Ergebnis meines Selbststudiums? Also welche Top-Möglichkeiten gibt es, sein Leben zu verplempern?
Nicht, dass das für Sie relevant wäre, aber vielleicht kennen Sie jemanden, der davon betroffen ist und dem können Sie es dann weitererzählen. Das ist die Idee dahinter. Und last but not least, wenn wir dann so nach 7 bis 8 Stunden wirklich, wenn Sie immer noch können und immer noch hier drin sind, dann verrate ich Ihnen vielleicht auch ein paar quick and dirty Tipps, wie Sie den anderen Weg einschlagen können, aus diesen Sackgassen auch wieder rauskommen. Und wer dann noch da ist und wach, ja, also das gehört natürlich zusammen, für den habe ich eine ganz besondere Überraschung noch mitgebracht, so eine kleine Herausforderung für die nächsten 72 Stunden. Verrate ich Ihnen später. Okay, also das ist so der Inhalt, den ich Ihnen gerne vermitteln möchte. Jetzt muss ich mal ehrlich fragen, hier vorne wäre noch ein Platz im Übrigen, wenn Sie gern sitzen möchten. Jetzt muss ich mal fragen, so kurze Umfrage, wer überhaupt betroffen ist von dem Thema. Wer kennt denn jemanden? An der Stelle war gar kein Lacher eingeplant. Also wer kennt denn jemanden, der das Problem hat, dass manche unserer Tage gut und gern 48 Stunden haben müssen, damit wir unsere To-Do-Liste auch nur so zur Hälfte abgestrichen bekommen? Bitte kurz mal Handzeichen. Okay. Und wer von Ihnen ist jetzt wirklich hier, weil er sich erhofft, von mir Tipps zu bekommen, wie er in Zukunft Zeit sparen kann? Bitte nochmal Handzeichen. Ich muss Sie leider enttäuschen. Also ich werde Ihnen meine Tipps, Zeit zu sparen, nicht verraten. Warum? Meine Tipps, Zeit zu sparen, würden für Sie gar nicht funktionieren. Wie kann ich mir so sicher sein? Weil ich es ja, wie gesagt, schon 20 Jahre probiert habe. Die haben ja nie für mich funktioniert. Also denke ich, wird es bei Ihnen ähnlich sein. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur an diesem Begriff Zeit sparen. Denn tatsächlich, glaube ich, ist das der falsche Kontext. Wenn wir stattdessen vielleicht mal Zeit vergleichen mit Geld, und Sie stellen sich mal vor, Sie haben ein Bankkonto, auf dem Sie jede Nacht um 0 Uhr 24 Stunden draufgebucht bekommen. Das ist Ihr Guthaben. Und jede darauffolgende Nacht um 0 Uhr ist das Konto auch wieder ratzeputz leer. Ja? Dann werden Sie feststellen, Mensch, an den Tagen, an denen ich diese 25. Stunde bräuchte, ich bekomme auf diesem Konto keinen Dispo-Kredit. Ja? Und andersrum gibt es so Tage, nicht jetzt bei Ihnen, aber bei Leuten, die Sie vielleicht kennen. Da wissen wir mit unserer Zeit gar nicht anzufangen. Da hätten wir also manche Stunden übrig und wünschten uns so eine Art Guthabenszins, wenn es mal wieder eng wird. Gibt's auch nicht. Wir haben also nur diese 24 Stunden. So gesehen ist dieser Begriff Zeitsparen schon völlig verkehrt. Frage ist deshalb, wie könnten wir es stattdessen bezeichnen? Wie investiere ich meine Zeit? Und wenn wir uns das immer wieder mal fragen, was ist die beste Investition meiner Zeit? Dann hoffe ich, wenn Sie hier rausgehen, also wenn die Tür wieder aufgesperrt wird, dass Sie dann sagen können, hey, es war gut investierte Zeit. Okay, Frage, gut investierte Zeit. Wofür brauchen wir Zeit? Wie sieht unser Leben tatsächlich aus? Ich habe mir sagen lassen, wir werden im Schnitt so 76 Jahre. Das ist so der Durchschnitt. Jetzt, glaube ich, die Damen werden etwas älter als die Männer, ja? Ist richtig, ne? Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber tatsächlich ist es so, 76 Jahre. Und jetzt ist die Frage, wofür, glauben Sie, wenn wir es mal zusammenfassen, in Jahren gerechnet, wofür geht die meiste Zeit drauf? Schlafen, stimmt. 27 Jahre unseres Lebens schlafen wir schlichtweg. Meine Vorträge noch gar nicht mitgerechnet. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie schlafen sagen, weil oft ist die erste Reaktion, ja, arbeiten. Aber tatsächlich ist Arbeiten weit abgeschlagen auf Platz 2. Im Durchschnitt arbeiten wir gerade mal 10,5 Jahre. 10,5 Jahre, die wir mit Arbeiten zubringen. Wer von Ihnen ist denn selbstständig? Kurz mal Handzeichen. Okay, dann ist natürlich für Sie 10,5 Jahre nicht so wirklich der relevante Bezug, denn für viele Selbstständigen ist es ja so, dass sie sagen, ja, so ein 8-Stunden-Job, das ist für mich nicht mehr als ein Halbtagsjob. Ich liebe die 40-Stunden-Woche so, ich mache die zweimal jede Woche. Tatsächlich ist es aber so, dass Sie den Mittelwert nehmen müssen zwischen Leuten, die gar nicht berufstätig sind, also der Rest, der jetzt nicht sich gemeldet hat, der als Privatier vielleicht schon, ja, einfach nur noch von einer Party zur anderen hoppt. Und denjenigen, die wirklich auch 20 oder 30 Jahre arbeiten. Aber das ist die Nettoarbeitszeit. Ja? Also Sie müssen ja abziehen die Wochenenden, wenn Sie noch Wochenenden haben. Sie müssen vieles andere abziehen und unterm Strich 10,5 Jahre, das ist der Betrag, den Sie wirklich an der Zeit
Betrag, den sie tatsächlich in ihre Arbeit stecken. Mittelwert. Es ist für Selbstständige eben so eine Sache, diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, unabhängig davon, was sie tun, ist gar nicht relevant, ob sie jetzt in der Medienbranche oder in einem ganz anderen Job sind. Was ist eigentlich ihr Hauptjob als Unternehmer? Letzten Endes Zeit in Geld verwandeln, oder? Egal, was sie machen. Sie müssen ihre Zeit irgendwo investieren, um sie letzten Endes in Geld zu verwandeln. Das ist ihr Hauptjob, egal, was wir tun. Zeit ist Geld, wusste ja schon der Ober und addierte das Datum zur Rechnung. Ja? Aber tatsächlich ist Zeit das, was sie an Währung reinstecken, um letzten Endes dann ein Ergebnis rauszuholen. Und das in 10,5 Jahren, damit wir die restlichen 66 Jahre dann so angenehm wie möglich gestalten. Kommen wir zum dritten Punkt. Also wir haben jetzt Schlafen und Arbeiten schon mal weg. Was glauben Sie, kommt auf Platz 3? Sie müssen es doch wissen. So ist es. So ist es. 7,6 Jahre unseres Lebens sitzen wir vor dem Fernseher. Eigentlich gehört dieser Punkt schon zu der Aufzählung der 10 Dinge, ja, mit denen wir unser Leben verplempern. Aber ich habe mich nicht getraut, ja, zu Movie meets Media, also Fernsehen als... Ich habe mich einfach nicht getraut. Aber tatsächlich ist ja manchmal so, dass wir unser eigenes Leben nicht spannend genug finden und stattdessen im Fernsehen gucken, wie andere Leute Reis und Bohnen essen. Also, wie gesagt, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe es ja jahrelang selber gemacht. Ja. Tatsächlich 7,6 Jahre Fernsehen und es ist die einzige Zahl, da habe ich Ihnen auch noch die Vergleichszahlen aus den Staaten mitgebracht. Was glauben Sie in Amerika? Wenig oder mehr? Mehr. Geringfügig mehr, 19,5 Jahre. Warum werden die Amis jetzt so viel älter? Ob trotz Fast Food, vielleicht sparen sie da ein bisschen Zeit. Nein, da ist das Stichwort Multitasking. Es funktioniert zwar nicht, aber der Fernseher läuft halt vielleicht während wir schlafen, während wir arbeiten, während viele andere Dinge. Also zwischen 7,6 und 19,5. Ich hoffe jetzt, Sie sind da keine Ausnahme von der Regel und bei Ihnen ist die Quote noch höher. Ja. Aber dann kommt schon deutlicher Abstand so zu den folgenden Sachen. Zum Beispiel Schule. 2,6 Jahre unseres Lebens gehen wir zur Schule. Also 2,6 Jahre. Wenn Sie die ganzen Pausen, die ganzen Ferien abziehen, die Wochenenden. Viele überlegen sich in dem Moment natürlich, Mensch, da wäre vielleicht Lehrer gar keine schlechte Berufswahl gewesen. Ja? Tatsächlich, beim Lehrer sind es dann halt doch noch 10,5 Jahre. Aber 2,6 Jahre Schule. Nächster Punkt, fand ich auch ganz spannend. 2 Jahre wirklich. Kürzlich im Radio gehört, 2 Jahre, liebe Damen, geht drauf für das Suchen in Handtaschen. Ich sehe betroffene Gesichter. 2 Jahre für das Suchen in Handtaschen. Das könnte alleine erklären, warum die Frauen älter werden als die Männer. Sie brauchen die Zeit einfach. So. Und dann gibt es eine schöne Zahl, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre unseres Lebens nichts tun. Jetzt sehe ich viele junge Gesichter, Sie können mit dem Begriff nichts tun, nichts anfangen. Ich übersetze kurz, chillen. Und wenn Sie nachher aber wirklich Eindruck machen wollen an der Bar, dann ist chillen ja auch schon out. Es gibt jetzt diese Kombination aus chillen und relaxen. Und das heißt chillaxing. Also wenn Sie mal wirklich richtig auf die Kacke hauen wollen, dann gehen Sie nachher da raus und sagen, und Baby, gehen wir noch eine Stunde chillaxen. Ja? Dann sind Sie ganz vorne dabei. Ja, das sind 1,5 Jahre, die wir wirklich dafür verwenden. Und jetzt geht es schon ganz, ganz in den Keller, ja, unserer Zeitverwendung, nämlich Sport. Also nicht Sie jetzt, ich weiß, total sportlich. Aber sonst auf den anderen Vorträgen, die ich so halte, quer durch die Republik, da stimmt es total. 0,2 Jahre Sport. Sie kennen natürlich die Statistik. Moment, wenn ich jeden Tag 30 Minuten jogge, ja, dann werde ich ja 2 Jahre älter. Stimmt. Also wenn Sie jeden Tag 30 Minuten joggen, werden Sie 2 Jahre älter. Blöd nur, dass das Joggen Sie dann 5 Jahre kostet. Ja, rechnen Sie es mal aus, also es will wirklich gut überlegt sein. Rechnet sich das noch? Ja, und dann haben wir noch ein Schlusslicht, also ja, ähnlich traurig wie der Sport. Sie ahnen es wahrscheinlich. Sex. 0,2 Jahre Sex.
Höhepunkt war nicht mehr zu ermitteln, ja, so, aber der gesamte Akt 0,2 Jahre. Nicht am Stück jetzt natürlich, ja, sondern schon so im Lauf ihres Lebens. Natürlich versuchen dann viele, sagen, Mensch, Sport nur 0,2 Jahre, Sex nur 0,2 Jahre, kombiniere ich es halt, mach sehr, sehr sportlichen Sex. Okay, ist eine Lösung, aber mit 0,4 Jahren sind sie immer noch total das Schlusslicht. Also, jetzt überlegt der eine oder andere schon, dafür die Tues-Postkarte, ja, wäre eine Möglichkeit, die ins Schlafzimmer zu hängen, ja, so als Motivationsspritze gewissermaßen. Ich habe jetzt gestern Morgen einen Vortrag gehabt, das war so ein Follow-up-Workshop und da kommt jemand zu mir und sagt, Herr Geiger, also ich muss Ihnen sagen, ich habe das probiert mit der Tues-Postkarte, hängt im Schlafzimmer, aber hat nichts gebracht. Aber ich bin weiter dran. Ja, dann ist ja schon super. Also ich finde noch eine andere Verwendung für die Karte, aber das wäre eben eine Möglichkeit. Also so sieht unser Leben aus. Ich habe Ihnen jetzt bewusst noch ein paar Punkte ausgelassen, aber da geht's dahin. Und dann sind 76 Jahre vorbei. Und die Frage ist, wie verbringe ich die Zeit dazwischen? Und ja, ich habe Ihnen eben eine Hitliste quasi mal aufgestellt. Und also meine ganz persönliche Hitliste, bitte. Sie können über die Fehler, die ich da so gemacht habe, herzhaft lachen, weil es sind ja meine Fehler. Nur wenn Sie betroffen zu Boden schauen, dann machen Sie sich verdächtig. Ja? Also tatsächlich Platz 10 der Dinge, der unfehlbaren Wege, sein Leben zu verplempern, ist Informationsüberflutung. Schauen Sie, die Zeit, in der wir 1000 neue Informationen bekommen haben, also mit 1000 neuen Infos konfrontiert wurden, die betrug im Jahr 1900 noch glatte 6 Monate. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir 1000 neue Infos bekommen haben. 60 Jahre später, im Jahr 1960, die gleiche Menge an Infos innerhalb einer einzigen Woche. Wir haben jede Woche 1000 neue Informationen bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, bevor ich Ihnen die Zahl von heute nenne, ja, was glauben Sie denn, was haben wir inzwischen, was es 1960 noch nicht mal ansatzweise gab? Immer sagt jemand Internet als erstes. Stimmt, wir hatten noch kein Internet. Aber wissen Sie, was wir 1960 auch noch nicht hatten, was zwingend erforderlich ist, um überhaupt ins Internet zu kommen? Was glauben Sie? Meistens sagen wir immer Smartphone. Ja. Das sowieso nicht. Ja. Wir hatten 60 noch nicht mal PCs. Noch nicht mal Computer. Ich habe die Frage schon mal gestellt auf einem Versicherungsmaklerforum in Fulda. Wirst du auch angestrahlt von ganz vielen Scheinwerfern, stehst auf einer Bühne und guckst in so ein schwarzes Loch. Die Theaterschauspieler unter ihnen kennen dieses Gefühl, also so ziemlich anonym. Heute sehe ich wenigstens alle Gesichter, falls jemand einschläft, ja, kann ich rütteln. Aber dort stehst du also da oben, siehst in ein schwarzes Loch und sagst, was brauchen wir denn zwingend, um überhaupt ins Internet zu kommen? Ruft's von unten hoch aus dem schwarzen Loch, Strom! Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es 1960 in Fulda aussah. Aber ich bin überzeugt, in Berlin Strom hatten wir auf alle Fälle schon damals. Und ja, tatsächlich ist es aber wirklich so, wir werden von Informationen nur so überflutet. Heute 1000 neue Infos jede einzelne Stunde. Jede Stunde 1000 neue Infos. Die Frage ist jetzt, okay, wie gehe ich damit um? Zunächst mal, es wächst eine ganz andere Generation heran, ja, inzwischen. Also ich habe zu Hause so einen kleinen Nachwuchseffizientertainer, inzwischen ist er 13, der saß schon vor 3 Jahren so vorm Rechner und hat mich gefragt, Papa, was war eigentlich deine Lieblingswebsite, als du so alt warst wie ich? Das schmeichelt mir zwar sehr, aber er schätzt einfach die grauen Schläfen ein bisschen falsch ein. Also tatsächlich, wir werden überflutet von Informationen. Was könnte jetzt ein möglicher Ausweg sein? Also meines Erachtens ganz klar, Sie sollten eine Not-to-Do-Liste anfangen. To-Do-Listen hat jeder von uns. Fangen Sie mal mit einer Not-to-Do-Liste an. Was sollte ich in Zukunft weniger tun? Und da sollte als allererster Punkt oben stehen auf dieser Not-to-Do-Liste, machen Sie mal eine Informationsdiät. Also das, ich habe es ausprobiert, das ist die einzige Diät, die ich wirklich durchhalte, ist die Informationsdiät. Das heißt, vielleicht bestellen Sie die Tageszeitung ab. Oder Sie verzichten drauf, morgens als erstes mal auf Spiegel Online zu gucken oder welche Seite auch immer. Warum? Weil es einfach eine Verschwendung Ihrer wertvollen Lebenszeit ist, dort die Nachrichten von gestern zu lesen. Ich weiß, viele sagen, Moment, aber du musst ja informiert sein. Echt? Also ich lese keine Tageszeitung, ich schalte ab, wenn Nachrichten kommen.
was auch immer. Ich höre keine Radiosendung und trotzdem kriege ich mit, wer Dschungelkönigin ist. Also die relevanten Infos kriegen Sie alle. Und wenn es Ihnen jemand, spätestens hier dann erzählen kann. Also das war Nummer 10. Auf Platz 9 der Dinge, die wirklich wertvolle Lebenszeit verschwenden, kommt dann natürlich das Internet itself. Heute ist es doch so, es kommt doch niemand mehr zur Tür rein und sagt guten Tag. Die Leute kommen heute in den Raum und die erste Frage oder der erste Satz lautet, gibt's Netz, oder? Das ist das Erste, was man so hört. Ja? Und inzwischen habe ich mir sagen lassen, Leute, die, also junge Leute, die irgendwann mal so an das Himmelstor kommen, ja, und die haben die Option, Gott nur eine einzige Frage zu stellen. Wissen Sie, wie die lautet? Wie ist denn hier das WLAN-Passwort? Ja? Das ist so die einzige Frage, die uns wirklich noch beschäftigt, weil wenn wir kein Netz haben, sind wir plötzlich von der Außenwelt gänzlich abgeschnitten. Und heute Morgen habe ich noch gelesen, wenn wir mal überlegen, dass es vor, wo in der RTV, im RTV glaube ich ist gestanden, nein, tatsächlich in der Psychologie heute, dass wir, da ging es um Multitasking, dass wir tatsächlich ja im Jahr 2000, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, hatten wir weder YouTube, noch Facebook, noch Google. Können Sie sich noch an eine Zeit vor Google erinnern? Echt? Ja, immerhin. Ja. Also all die Dinge, die wir vor 10, oder wie heißt dieses Facebook mit Krawatte? Xing, genau. Xing. Also das sind ja alles Dinge, die gab es 2000 noch überhaupt nicht. Und inzwischen ist unser Leben so vereinnahmt davon, dass es fast unvorstellbar ist, ohne klarzukommen. Und einher mit dem Internet kam natürlich auch was? Die elektronische Post. Platz 8 in meinem Ranking, auf jeden Fall E-Mails. E-Mails. Früher habe ich den Tipp gegeben, hey, bitte nicht morgens als erstes deine E-Mails abrufen. Damals dachte ich nicht als erstes, wenn du im Büro sitzt. Heute sage ich, bitte warte doch wenigstens bis nach dem Zähneputzen. Die Leute gehen mit ihrem Handy ins Bett. Ja, wachen mit ihrem Handy auf und das Erste, was wir tun, ist, wir checken natürlich erstmal den Status, ja, auf Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen, aber dazu später mehr, ja, in der Podiumsdiskussion. Und als Nächstes rufen wir unsere Mails ab. Hey, Sie müssen bedenken, jede Mail, die Sie erhalten, ja, ist ja nichts, was Sie aktiv gestalten, sondern Sie reagieren immer nur. Eine Mail bedeutet immer, Sie stehen gerade auf der Agenda eines anderen Menschen. Also der schickt Ihnen was, weil er irgendwas von Ihnen will. Die Frage ist, ist das wirklich wertvoll verbrachte Lebenszeit oder gibt es da vielleicht den Plan B? Und der lautet für mich, bitte nicht morgens als erstes E-Mails abrufen, sondern als erstes machen Sie bitte irgendwas anderes, irgendwas Sinnvolles. Und selten hat es mit Mails zu tun. Niemand wünscht sich irgendwann auf dem Sterbebett, hätte ich nur mehr Zeit mit E-Mails verbracht, oder? Also ich hoffe. Ja. Das ist für mich meines Erachtens eben ein Riesenkapitel, das wir ganz schnell wieder zumachen sollten. Dann haben wir den Platz 7 und der passt ja irgendwie zu diesem Thema E-Mails, der lautet meines Erachtens diese ganzen technischen Updates, die wir heute schon brauchen von unseren Geräten. Ich meine jetzt nicht nur diejenigen, die immer noch mit Microsoft-Computern arbeiten, ja, weil wieder irgendwie was nicht funktioniert, sondern ich meine tatsächlich, dass wir so viele Geräte haben, die alle synchronisiert werden wollen, die alle irgendwie funktionieren müssen. Wer von Ihnen hat ein Handy? Kurz mal anzeigen. Okay. Also auch wenn Sie zwei haben, eine Hand würde mir reichen, ja. Schauen Sie mal, die Handys sind mobile Alleskönner. Ja? Die können eben dank Smartphone, können wir damit unsere Mails abrufen. 65% aller Mails werden inzwischen via Telefon beantwortet im Übrigen. Wir können damit unsere Termine verwalten. Manche können inzwischen Kaffee kochen. Wir können natürlich ins Internet telefonieren. Funktioniert hier und da auch noch. Und selbstverständlich fotografieren. Wer von Ihnen hat denn ein Handy, was auch Fotos macht? Kurz mal Handzeichen nochmal bitte. Sie merken schon, interaktiver Vortrag, ja. Der würde um 9 nicht mehr funktionieren, aber jetzt geht's noch. So, also die nächste Frage ist natürlich, wenn Sie so ein Handy haben, wer von Ihnen, der jetzt gestreckt hat, hat trotzdem noch ein Digitalfotoapparat, weil der macht einfach bessere Bilder, sind wir doch mal ehrlich.
Aha, okay. Und diejenigen, die jetzt gestrickt haben, wer von Ihnen hat dann auf seinem Rechner irgendwo zu Hause auch noch diesen Ordner mit den ganzen Bildern, die wir irgendwann, wenn wir mal mehr Zeit haben, dann auch synchronisieren, benennen und frisch sortieren? Stricken nur die, die schon fast draußen sitzen. Ja, genau. Und ich wette bei Ihnen, gnädige Frau, da hinten, ja, da gibt es vielleicht irgendwo auch noch im Schrank ganz unten oder im Keller diesen Schuhkarton mit Fotos, ja, mit den Urlaubsfotos, die wir irgendwann, wenn wir mal mehr Zeit haben, in das Album einkleben und die wirklich schön beschriften und so weiter und so fort. Letzten Endes, wir verschwenden einen Haufen Lebenszeit, ja, nur mit dem Synchronisieren von diesen ganzen Geräten, von dem ganzen Kram und schieben dann noch die Dinge auf, die wir damit tun könnten, weil wir wollen, aber irgendwie auch doch nicht. Also technische Synchronisation von solchen Dingern ist meines Erachtens wirklich absolut verschwendete Lebenszeit. Warum? Weil, je weniger, je besser in dem Fall, weil es Ihnen offene Schubladen hinterlässt. Offene Schubladen. Kennen Sie diese Apothekerschränkchen? Diese wunderschönen mit den ganz vielen tollen Schubladen? Der eine oder andere hat es vielleicht zu Hause. Stellen Sie sich mal vor, was passieren würde, wenn da sämtliche Schubladen aufstehen. Was bedeutet das für die Stabilität dieses Schränkchens? Zumindest steht es sehr wackelig, vielleicht kippt es sogar. Ihr Kopf ist genau so ein Apothekerschränkchen. Jede unerledigte Aufgabe ist eine offene Schublade. Jede unerledigte Aufgabe. Was glauben Sie denn, wie viele unerledigte Aufgaben Sie parallel immer so im Kopf haben, die Sie jonglieren müssen? Sagen Sie mir mal eine Zahl. 10? 50? Wer bietet mehr? Weniger? 20? Also ich würde mal bescheiden schätzen, für Sie, die Sie unternehmerisch tätig sind, aus der Medienbranche stammen. Wer von Ihnen hat Kinder? Nochmal eine Frage, das macht vielleicht auch noch ein paar. Wer weiß es nicht ganz genau? Okay, also ich würde mal behaupten, 500 Minimum. 500 offene Schubladen. Und jetzt frage ich Sie, wenn das beim Apothekerschränkchen schon nicht funktioniert, wie soll es bei Ihnen klappen? Sie jonglieren mit 500 offenen Aufgaben und Sie machen sich schon strafbar, wenn Sie in so einen Vortrag reingehen und vorher noch kurz Ihre Mails checken. Wer hat heute Abend noch mal kurz Mails gecheckt? Ehrlich, können Sie ruhig sagen. So. Das Mails checken ist ja das Sinnloseste an Lebenszeit, was man überhaupt verschwenden kann. Warum? Sie checken Ihre Mails, Sie sehen jetzt, hey, bam, 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 5 offene Aufgaben, muss ich mich noch drum kümmern. Und jetzt sitzen Sie hier in dem Vortrag, im Kopf aber vielleicht bei den brennenden Feuern, die Sie dringend erledigen müssten, in Ihrem E-Mail-Postfach. Mails checken ist totale Verschwendung von Lebenszeit. Wenn Sie sich an Ihren PC setzen oder an Ihr Smartphone oder was auch immer, dann machen Sie es doch so, dass Sie es jetzt in dem Moment auch wirklich abarbeiten. Sonst hat es gar keinen Sinn. Wenn Sie es checken und wieder zumachen, ist jede Mail, in der eine Aufgabe für Sie steht, eine offene Schublade. Und Sie jonglieren mit 500 davon rum. Und abends sagen Sie, ah, verdammt, wollte ich auch noch erledigen. Aber sind wir nicht dazugekommen, weil wir können uns das gar nicht alles merken. Wirklich, ist nachgewiesen, es bindet enorm viel Energie. Noch so ein Tipp für die E-Mails, schnell nachgeschoben, ja, aber sagen Sie nicht, dass Sie von mir haben. Was mir neulich jemand gesagt hat, fand ich ganz, ganz spannend. Sie kennen das auch, wenn Sie das letzte Mal so 14 Tage im Urlaub waren, ja, und kommen zurück und schalten das erste Mal den Rechner an, Outlook oder was auch immer, und es macht 200 ungelesene Mails. Achtung, jetzt löschen Sie einfach alle. Schreiben aber vorher eine Antwort an alle. Aufgrund eines überhöhten E-Mail-Aufkommens, wegen urlaubsbedingter Abwesenheit, war ich leider gezwungen, alle Mails zu löschen. Wenn es besonders wichtig war, bitte schreiben Sie mir erneut. Verspreche Ihnen, mehr als 20% kommen gar nicht mehr an bei Ihnen. Und dann haben Sie das Problem schon mal gelöst. Viel weniger offene Schubladen. Ja? Also, und wenn das nicht hilft, Sie alle kennen inzwischen diese Mails, ja, nachdem ja, wie gesagt, 65% mobil beantwortet werden. Diese Mails, wo drunter steht, immer nur 2 Sätze, Großschreibung, Anrede, alles vergessen, LG, gesendet mit meinem iPhone. Kürzlich hat mir jemand gesagt, er hat sich jetzt schon eine Signaturzeile auf seinem Rechner angelegt, ne? Und da hat er reingeschrieben, gesendet mit meinem iPhone, auch wenn er vor seinem Rechner sitzt zu Hause, ja, drückt er da auf Senden, da steht gesendet mit meinem iPhone, keiner fragt mir, nur noch 1 oder 2 Sätze, ich spare mir das Ganze drumherum. Ja. Ist natürlich nicht ganz ehrlich, aber wenn es hilft, ein Problem gehört ja immer dem, der es hat.
Ja, in dem Fall dann der Empfänger. Okay, also mit den offenen Schubladen, Sie sollten da versuchen, die möglichst zu reduzieren. Jetzt sind wir schon unter den Top 5, ganz beliebt, warten. Warten. Wir warten, dass eine Präsentation anfängt. Kaum hat sie angefangen, warten wir, wann sie endlich zu Ende ist. Ja, oder es gibt so ganz beliebte Sachen, wo wir ewig warten. Kürzlich habe ich gehört, jemand gesagt, seine schlimmste Zeit, die er mit Warten verbringt, ist die Oper. Sagte, da sitzt du 2,5 Stunden in der Oper. Dann guckst du auf die Uhr und siehst, oh, erst 10 Minuten. Ja. Also, aber ich hoffe, dass Ihnen das jetzt heute Abend wenigstens nicht ganz so geht, nach 4 bis 5 Stunden meines Vortrages. Aber was sind denn so die Situationen, in denen wir warten? Sinnlos warten, Vergeudung von Lebenszeit. Wo warten Sie am liebsten? Ampel, okay. Typ, bitte? Deutsche Bahn, okay, sehr guter Punkt. Okay, noch so Ideen? Flughafen. Eine Stunde vorher da sein. Ja, ganz unmöglich, stimmt, Flughafen. Was noch? Ich warte darauf, dass ich Internetverbindung habe, damit ich meine E-Mails checke. Ah, ja. Also hätte ich Gummibärchen, Sie würden einen bekommen, dann hätten Sie echt verdient. Sehr gut, ja. Okay. Ganz beliebt, aber meines Erachtens, wer hat schon mal so seinen Mobilfunkprovider angerufen? Oh. Warteschleifen. Oh, Hammer, oder? Telekom ist top, aber weiß ich nicht, habe ich noch nie angerufen, aber alle anderen. Jetzt habe ich den ultimativen Tipp gehört, wie Sie die Dauer in diesen Warteschleifen drastisch reduzieren können. Passen Sie auf. Nächstes Mal, wenn irgendeine Computerstimme von Ihnen verlangt, geben Sie die 1 ein für dies, die 2 für jenes und irgendwann bei der 9 am Ende ist. Achtung, jetzt probieren Sie Folgendes, Schimpfworte. Sagen Sie das schlimmste Schimpfwort, was Ihnen einfällt. Ich frage jetzt nicht, welche Ideen Sie haben. Das artet dann aus und ist ja auch alles auf Video. Aber nehmen Sie irgendein Schimpfwort. Sie werden hören, ich verstehe Ihre Eingabe nicht, bitte wiederholen Sie. Achtung, jetzt noch schlimmeres Schimpfwort. Jetzt müssen Sie richtig, bam, eins draufhauen. Wieder was heißt, ich verstehe Ihre Eingabe nicht, bitte wiederholen Sie. Und jetzt nehmen Sie das schlimmste Schimpfwort, was Sie je von Ihren Kindern gehört haben und hauen das da rein. Jetzt spätestens beim dritten, ehrlich, zählen Sie mit, beim dritten Mal wird es heißen, tut mir leid, ich konnte Sie wiederholt nicht verstehen. Am besten, ich verbinde Sie jetzt mit dem nächsten zuständigen Mitarbeiter. Achtung, jetzt aufhören mit den Schimpfworten. Das ist da blöd, wenn der abhebt und Sie beschimpfen, müssen Sie nochmal anwählen. Funktioniert 100%. Jetzt gab es letztes Mal, weil es doch sehr drastisch war, der Tipp, eine Dame, die kam dann zu mir nach dem Vortrag und hat gesagt, ja, Herr Geiger, tolle Idee mit den Schimpfwörtern, aber ich habe gemerkt, das funktioniert auch, wenn man singt. Kann sein. Ich war 14 Jahre E-Plus-Kunde. Also ich finde die Schimpfwörter definitiv die bessere Lösung. Ja. Aber das können Sie ja selber. Singen Sie, Sie können ja Schimpfwörter singen. Vielleicht dauert es dann nur 2-mal. Aber tatsächlich, wir warten enorm lang. Und auch ganz beliebt finde ich so, Wartezimmer. Wartezimmer. Also ich bin total begeisterter, aber leider talentfreier Hobbysportler, sodass ich häufiger mal im Krankenhaus in der Nähe von Baden-Baden in der Notaufnahme sitze und warten muss. Und dann sitzt du da mit 6 Monate alten Managementzeitschriften wie Gala und Bunte. Und daheim hast du so viel Fachlektüre, die gelesen werden will. Ja? Und da war ich ganz begeistert, als ich kürzlich in Aachen mal wieder im Krankenhaus saß, im Februar, mich beim Eishockey blöd angestellt und muss da warten. Plötzlich sehe ich eine Ausgabe der Psychologie heute. Ich meine, jetzt mal ehrlich, das ist ja schon ganz hohe Schule für so ein Wartezimmer im Krankenhaus. Psychologie heute. Ich greife begeistert zu, bis ich sehe, wie gesagt, im Februar, es war 2011, bis ich sehe, die Ausgabe ist vom April. Also wenn man kurz hochgerechnet, muss schon älter sein. Dann erst habe ich auf die Jahreszahl geguckt. Ungelogen, im Kreiskrankenhaus Aachen, also bei Baden-Baden, liegt in der Notaufnahme eine Ausgabe der Psychologie heute aus dem April 1993. Da habe ich die ganzen statistischen Zahlen her, die ich Ihnen heute mitbringe. Also wenn Sie mal irgendwas haben, fahren Sie dahin. Zeitschrift liegt noch da. Ich habe es jetzt nicht mitgenommen in dem Fall. Habe auch nichts rausgerissen. Ja, also Sie sehen, wir verbringen sinnlos Zeit mit Warten. Und jetzt sind wir eigentlich schon knapp vor den Top 3. Auf Platz 4 möchte ich aber ganz kurz noch streifen, das Thema Meetings. Wer von Ihnen sitzt regelmäßig in Besprechungen? Kurz mal Handzeichen.
Okay, also dann wollen wir zumindest mal ein bisschen was davon doch aufarbeiten. Achtung, das beste Meeting ist kein Meeting. Also das definitiv. Ja, denn während Sie in einem Meeting sitzen, erledigt Ihr Wettbewerber seine Aufgaben. Sodass Sie vielleicht versuchen sollten, grundsätzlich die Anzahl der Meetings zu verringern. Grundsätzlich damit beginnen können Sie, dass Sie keine Meetings mehr besuchen, zu denen es keine Agenda gibt. Keine Agenda, keine Teilnahme von Ihnen. Agenda heißt jetzt aber nicht, da stehen die Punkte drauf, die besprochen werden, sondern da heißt, da steht eine Anfangszeit und was gehört dazu auf einer Agenda? Eine Endzeit. Denn vielleicht haben Sie schon mal von Parkinson's Law gehört. Das Parkinson'sche Gesetz, das besagt, eine Tätigkeit dehnt sich immer so lange aus, wie man ihr Zeit zur Verfügung stellt. Stimmt das? Wer von Ihnen hat schon mal eine Präsentation gehalten? Handzeichen? So, die Präsentation, die mittwochmorgens zu halten ist, wann wird die fertig? Mittwochmorgens. Ja, wir sind vom gleichen Schlag. Ja. Ich hätte jetzt optimistisch erwartet, Dienstagabend wenigstens. Ja. Aber auf jeden Fall unmittelbar davor. Das heißt, wenn Sie jetzt die Deadline künstlich nach vorne verlegen, also etwas verknappen, dann wird es auch schneller fertig. Und wenn Sie jetzt sagen, das Meeting oder so ein Vortrag, der beginnt um 20 Uhr, und der ist fertig um 20.45 Uhr, ja, dann ist die Chance ganz gut, dass es auch in diese Zeit gerafft einigermaßen reinpasst. Das ist also die Herausforderung, machen Sie eine Agenda mit Anfangs- und mit Endzeit. Und jetzt ist die Frage, was ist immer der Punkt, der am längsten dauert in jedem Meeting? Was steht immer am Schluss? Verschiedenes. Was dauert immer am längsten? Verschiedenes. Drehen Sie es doch um. Machen Sie Verschiedenes als Punkt 1 ganz oben auf Ihrer Agenda und Sie werden feststellen, pünktlich ist das Meeting zu Ende, weil das Verschiedenes als erstes innerhalb von wenigen Minuten erledigt ist. Probieren Sie es aus, funktioniert garantiert. Auch noch ein Tipp, der gut funktioniert, wenn Sie Ihr Büro das nächste Mal einrichten, nehmen Sie gar keine Sitzmöbel mehr, holen Sie sich so hohe Tische, Stehtische. Mit einem Stehtisch ist ein Meeting in einem Bruchteil der Zeit erledigt. Und der allerwichtigste Tipp schlechthin, keine Kekse. Machen Sie es den Leuten nicht zu gemütlich, die gehen nie wieder heim. Und schlechter Kaffee. Schlechter Kaffee kann auch helfen, vielleicht gleich nur warmes Wasser. Okay, also so ein Thema Meeting. Jetzt sind wir bei den Top 3, also die ultimativen Wege, sein Leben also garantiert zu verplempern. Und da ist für mich auf Platz 3 gelandet, jedwede Ablenkung oder Störung. Hey, Störung heißt... Inzwischen können wir nicht länger als 11 Minuten konzentriert an einer Sache arbeiten, bevor wir abgelenkt werden. 11 Minuten. Und danach dauert es 25 Minuten, bis wir wieder im gleichen Maß konzentriert sind wie vor der Ablenkung. Das heißt, 2/3 unserer Zeit ist sinnlos verschwendet, weil wir uns ständig ablenken lassen. Jetzt müssen Sie sich Ihre Aufmerksamkeitsspanne vorstellen, wie so ein Sägeblatt. Ja? Kurz mal konzentriert, Ablenkung, konzentriert, Ablenkung, konzentriert, Ablenkung. Ich könnte das ewig fortsetzen, aber dem Kameramann wird dann schwindelig. Und genau deshalb sollten Sie einfach sagen, wie schaffe ich es, diese Ablenkung in irgendeiner Form zu minimieren? Also wo sollte ich künftig vielleicht nicht mehr mich drauf einlassen? Und jetzt ist ja die Frage, welche Form der Ablenkung gibt es? Ja, von E-Mail haben wir schon gesprochen, kann man ausschalten. Telefon kann man auch ausschalten. Viele kennen den Knopf nur nicht. Ja, aber tatsächlich ist es so, lassen Sie sich nicht ablenken, arbeiten Sie konzentriert an einer Sache. Und dann gibt es noch so einen Punkt, der ist auch sehr beliebt. Wir sind ja unser größter Zeitdieb. Denn ich habe mir sagen lassen, einer der größten Stressfaktoren ist, wenn wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen. Und das alleine, ja, nimmt uns enorm viel Zeit weg, weil es einfach stört. Wenn wir Ja sagen, obwohl wir Nein meinen. Kennen Sie auch, oder? Montagmorgens kommt der Anruf. Mensch, wie sieht's aus? Wochenende Cocktailempfang. Wir sagen vorschnell Ja. Und die ganze Woche denken wir darüber nach, oh, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ja? Dann Mittwochs, Donnerstag sind wir schon fast so weit, dass wir sagen, komm, einer von uns muss anrufen, was erzählen wir? Egal, Schwiegermutter krank, Hamster gestorben oder umgekehrt. Also wir versuchen irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Das wäre so leicht, wenn Sie einfach das Ganze umdrehen und künftig wie ein Reflex automatisch Nein sagen. Sie haben gar keinen Stress mehr. Sie haben Nein gesagt, Sie haben das Ding los. Jetzt gebe ich Ihnen die ultimative Formulierung, wie Sie in Zukunft Nein sagen, automatisiert. Das nächste Mal, wenn Sie so eine Anfrage haben, sagen Sie Folgendes. Im Moment muss ich leider Nein sagen.
Aber wenn sich was ändert, rufe ich dich an. Kleiner Satz, große Wirkung. Im Moment muss ich leider Nein sagen, aber wenn sich was ändert, gebe ich Ihnen Bescheid. Was passiert jetzt? Sie haben eine Anfrage bekommen. Ja, Sie haben mit diesem Satz Ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht. Sie haben nämlich leider gesagt, das ist schon mal super. Der andere hat ein klares Nein, er rechnet nicht mit Ihnen, aber Sie haben trotzdem die Option, naja, wenn ich doch noch Lust bekomme am Donnerstag, rufe ich an und sage halt noch zu. Aber das ist doch viel komfortabler als eine Woche Magenkrämpfe und Bauchschmerzen, weil Sie gar keine Lust haben, dahin zu gehen. Im Moment muss ich leider Nein sagen, wenn sich was ändert, rufe ich dich an. Jetzt haben wir natürlich, jetzt müssen Sie natürlich gucken, wo Sie das einsetzen, ja. Also mir hat mal jemand gesagt, ja, das ist ja doof, ich habe eine Abteilung mit 11 Mitarbeitern. Wenn die 11 Mitarbeiter, wenn sich das irgendwann rumspricht, dann heißt es, du brauchst gar nicht mehr zum Chef gehen, der sagt sowieso nein. Ja, dann sage ich, okay, was wäre das Schlimmste, was passiert? Ja, dann kommen die gar nicht mehr. Bingo, Ziel erreicht. Ein Problem gehört immer dem, der es hat. Paragraph 1, jeder löst seins. In dem Fall würde ich Ihnen also wirklich empfehlen, probieren Sie es mit dem Satz auch auf die Gefahr hin, dass Sie jemand anders verstören. Hey, es ist Ihr Leben und es ist Ihre Lebenszeit und die ist so kostbar wie keines anderen. Aber natürlich, bei Mitarbeitern ist es so eine Sache. Ja. Also man, oder auch an anderer Stelle. Klar, wenn Sie morgen früh aus dem Haus gehen, ja, und Ihr Partner oder Ihre Partnerin ruft hinterher, Schatz, bringst du eine Kiste Mineralwasser mit, wenn du heute Abend aus dem Büro kommst? Sie sagen, im Moment muss ich leider Nein sagen. Wenn sich was ändert, rufe ich dich an. Dann sagen Sie wenigstens nicht, dass es von mir war. Okay. Aber Stichwort Mitarbeiter ist auch ein gutes Thema. Ich habe mal empfohlen in so einem Vortrag, machen Sie sich doch mal ein Schild. Machen Sie sich mal ein Schild an Ihre Bürotür. Und da schreiben Sie drauf. Stopp. Was würden Sie tun, wenn ich nicht da wäre? Hammer. Schon früher ist die Sekretärin reingekommen und sagt, Herr Geiger, jetzt habe ich hier zwei Angebote für ein Hotel in der Schweiz, für dieses offene Seminar. Was hast du gesagt? Dann legen Sie es dahin, kümmere ich mich später drum. Ich mache ja gerade was ganz Wichtiges. Ja. Was ist passiert? Mitarbeiterin 5 Uhr nach Hause, Geiger 8 Uhr immer noch Büro. Doof. Da habe ich gesagt, stopp, was würden Sie tun, wenn ich nicht da wäre? Sagt die, naja, würde ich das mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis aussuchen. Ja, wunderbar. Tun Sie es. Jetzt habe ich den Tipp gegeben, in vielen Vorträgen schreiben die Leute es auf, sagen, super, so ein Schild muss ich mal machen und ich darf es Ihnen vorher verraten, 10 aus 9 Teilnehmern machen es nachher trotzdem nicht, sondern die legen es daheim hin auf diesen Stapel. Ja, da kümmere ich mich auch noch drum und dann wird das Schild nie gemacht. Also habe ich gedacht, komm, machst du gleich eins fertig, so nach diesem Hotelvorbild. Stopp, was würden Sie tun, wenn ich nicht da wäre? Aber ich muss dazu sagen, ich teile es nicht aus. Habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Zuletzt hat es jemand dann vor der Schlafzimmertür wiedergefunden. Und Sie kennen die statistischen Zahlen. Ich möchte da nicht verantwortlich sein. Also, aber wenn Sie mögen, es gibt so einen Download-Bereich auf meiner Website. Da können Sie sich das selber runterladen, ausdrucken und richtig rumfalten und dann zusammenkleben. Ja. Wichtig, lassen Sie es den ganzen Tag hängen. Es sollte vielleicht eine Stunde wirklich da hängen, damit Sie konzentriert an Ihrem wichtigsten, an Ihrer wichtigsten Aufgabe, an Ihrem wichtigsten Projekt arbeiten können. Und dann hängen Sie es auch wieder ab. Die Leute sollen schon noch zu Ihnen zur Tür rein. Nicht, dass Sie mir vereinsamen. Aber, wie gesagt, Sie können Ihre Störung deutlich reduzieren. Ja, dann sind wir beim Punkt Nummer 2. Und der heißt für mich ganz klar, aufschieben. Aufschieben. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, aufschieben ist inzwischen ein so wichtiger Punkt. Ja? Also jeder ist in irgendeiner Form betroffen. Nicht jetzt Sie hier drin, aber da draußen echt alle. Alle schieben auf. Aber muss ich Ihnen ehrlich sagen, inzwischen, ich habe das Thema auch bei Sören Bauer ganz offen angesprochen. Ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe gesagt, Mensch, sollen wir mal was machen zum Thema Aufschieben? Hat der Bauer zu mir gesagt, ja, machen wir, vielleicht nächstes Jahr. Also, nein, stimmt nicht, war wirklich nur Spaß. Ja, aber schreiben Sie auf Ihr Feedback-Formular, ich will mal was über Aufschieben hören. Aber nicht vom Geiger, weil ich bin Profi im Aufschieben, ja, aber ich bin gar nicht allein. Zuletzt habe ich einen Vortrag gehalten, da kam eine Dame zu mir, sagt, Herr Geiger, ich verrate Ihnen was, ich bin Geschäftsführerin des Steuerberaterverbandes des Landes Bremen, echt wahr, ja.
Also ich meine, das sind alle Steuerberater, mir sehr suspekt, ja. Aber das sind Steuerberater hier, frage ich mal vorsichtig. Aber ist eh egal, sowieso viel Fettnäpfchen auch schon. Also, da sagt die zu mir, ich sage Ihnen was ganz ehrlich, ich persönlich kenne nicht ein einziges Mitglied, immerhin kleines Bundesland zwar, aber da sind ja quasi alle Steuerberater irgendwie vertreten. Ich kenne nicht ein einziges Mitglied, was seine eigene Steuererklärung abgibt, bevor nicht mindestens Zwangsgeld angedroht ist. Ja, also die Steuerberater sind die allerbesten. Und wir haben das schlechte Gewissen, ne? Wenn wir unsere Unterlagen nicht rechtzeitig beibringen. Also von dem her, Sie sind in total guter Gesellschaft, wenn Sie da oder dort aufschieben. Die Frage ist aber natürlich, wie kriege ich dieses Aufschieben wieder von der Backe? Also was kann ich tun? Zunächst mal ist es vielleicht ganz entscheidend, diesen Stapel wegzukriegen. Ganz ehrlich, wer von Ihnen hat so einen Stapel auf seinem Schreibtisch, auf dem dieses unsichtbare Schild ist, wenn ich mal mehr Zeit habe? Kurz mal Handzeichen. Ehrlich. Wer jetzt nicht streckt, ja, der schwindelt auch bei anderen Sachen. Oder es liegt dran, dass Sie... Gut, Moment. Kann natürlich auch sein, dass Sie sagen, halt, dieser Stapel, ja, der hat... mittlerweile ist kein Sonnenlicht mehr auf meinen Arbeitsplatz gefallen. Ich habe den einfach nur hinter mich in den Schrank oder in die Schublade. Das ist okay. Aber tatsächlich, dafür ist diese Tourist-Postkarte. Also dieser Stapel wird auch von alleine nie wieder leer. Deswegen die Frage, was kann ich jetzt tun, um den aktiv anzugehen? Und da gibt es eine tolle Regel, die ich mir habe sagen lassen. Das ist die 72-Stunden-Regel. Schon mal gehört von der? Die 72-Stunden-Regel besagt Folgendes. Wann immer du dir ein Ziel setzt und du machst den ersten Schritt auf dieses Ziel, nicht innerhalb von 72 Stunden, ist die Chance, dieses Ziel jemals noch zu erreichen, 1:99 gegen dich. Das heißt, wenn Sie ein Ziel haben und machen den ersten Schritt nicht binnen 3 Tagen, ist die Chance 1:99, dass Sie das Ziel überhaupt jemals erreichen. Jetzt heißt der erste Schritt natürlich nicht, wenn Sie morgen eine Weltreise antreten wollen, dass Sie das auch wirklich morgen schon machen, sondern nur diesen ersten Schritt innerhalb von 3 Tagen. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich habe mir gesagt, bei den ganzen Vorträgen, die ich so das Jahr über halte, ich mache am Ende eines Vortrages immer die folgende Herausforderung, biete ich jedem der Zuhörer. Wenn Sie mir in den nächsten 72 Stunden eine Mail schicken, Visitenkarten liegen da irgendwo, wenn Sie mir in den nächsten 72 Stunden eine Mail schicken, mit dem einen Schritt, den Sie innerhalb dieser Zeit umgesetzt haben, egal wie klein oder wie groß, weil Sie sagen, das ist wirklich für mich wertvolle Lebenszeit, die nicht verplempert ist. Das ist der Schritt, den ich jetzt mache. Ich habe mein iPhone verkauft. Oder was auch immer. Wenn Sie irgendwas tun innerhalb von 72 Stunden, schicken Sie mir eine kurze Mail, dann verspreche ich Ihnen, ich spendiere Ihnen 1 Stunde Coaching per Telefon. Das mache ich jetzt nicht selber, aber da habe ich Coaches, die ich dazu ausgebildet habe. Der widmet sich Ihnen, Ihrer Zeit und Ihrem Leben 1 volle Stunde, lade ich Sie komplett dazu ein. Ist ja schon riskant, ja. Hier ist es jetzt mit 50 Teilnehmern eine Geschichte, manchmal hast du 100 oder so. Wenn plötzlich alle die Mail schicken würden, wäre es schon so ein bisschen ein Engpass. Aber wissen Sie was? Ich bin immer sicher. Ich bin immer sicher, weil viele Sachen sind total einfach umzusetzen. Aber wissen Sie, was noch leichter ist? Nichts zu machen und alles genauso weiter zu tun wie bisher. Aber das Angebot steht. Und jetzt kommen wir zu der Nummer 1. Ja? Was ist denn eigentlich alles entscheidend für ein wirklich verplemperten Großteil an Lebenszeit? Und das ist meines Erachtens das Fehlen eines Zieles. Wenn das Warum klar ist, wird das Wie einfach. Aber häufig genug fehlt uns leider klar, wofür sollten wir überhaupt mehr Zeit haben? Was wollen wir mit der Zeit letzten Endes überhaupt anstellen und anfangen? Und ich glaube, Sie brauchen gute Gründe, wenn Sie was erreichen wollen. Schauen Sie, wenn Sie, meisten von Ihnen liegen da drunter, da spreche ich mal von mir, wenn Sie so Mitte 40 sind, und Sie nehmen sich vor, einmal pro Jahr zum Hochseefischen zu fahren mit Freunden. Ja? Nur dieses Jahr, es ist irgendwie blöd, Sie haben einfach keine Zeit. Wie trösten wir uns denn dann? Wir sagen, hey, ich habe doch noch 20 Jahre Zeit zum Hochseefischen. Stimmt das?
Wenn Sie jedes Jahr einmal fahren für eine Woche, dann haben Sie eine 20 Jahre Zeit. Das klingt gut, aber Sie haben noch genau 20 Mal Zeit. Und dieses eine Mal, was ausfällt, das führt dazu, dass Sie noch 19 Jahre haben. Oder nicht 19 Jahre, dass Sie noch 19 Mal haben. Das heißt, wenn unsere Zeit nicht gemessen würde mit dieser Uhr und mit der Zeit, die verstrichen ist, sondern mit einer Art Countdown, wie viel Zeit uns noch bliebe, ich bin überzeugt, wir würden die ganz anders nutzen. Und ja, ein paar gute Gründe möchte ich Ihnen zum Abschluss noch mitgeben. Habe ich echt lange daran gearbeitet, Ihnen ein, ja, kurz noch was vortragen zu dürfen, das ich gefunden habe, in, jetzt wirklich in einem Manager-Magazin, diesmal ehrlich, und wirklich im Jahr 1993. Und das war eine Werbeanzeige von Harley-Davidson. Harley ist im Begriff, glaube ich, das coolste Unternehmen, was es wirklich geschafft hat, dass seine Kunden sich den Slogan, ja, des Unternehmens sogar eintätowieren lassen. Ich habe das mit meiner Sekretärin probiert, aber die hat sich total geweigert, da Martin Geiger einzutätowieren. Harley schafft es irgendwie, ich weiß nicht warum. Und Harley hat also auf einer Seite so ein Gedicht veröffentlicht und auf der anderen Seite war das Bild einer alten Frau. Also ein schönes Porträtfoto, schwarz-weiß, eine Frau, Ende 70, 80 würde ich die einschätzen. Und natürlich hat man dieses Gedicht mit der Frau in Verbindung gebracht. Später jedoch habe ich erfahren, dass die Autorin Irma Bombeck hieß, die das Gedicht geschrieben hat. Und der Anlass, als sie schrieb, war nicht ganz so erfreulich, denn man hat ihr damals eine ziemlich folgenschwere Diagnose gestellt, an der sie 6 Monate später leider verstorben ist. Aber dieses Gedicht ist so toll und ein so, wie ich finde, wertvoller Input, weil es Ihnen Gründe liefern kann, warum sich das hier und heute lohnt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin natürlich kein Schauspieler, der Texte auswendig lernen so wirklich drauf hat. Ich habe da schon in der Schule regelmäßig versagt, aber ich gebe mein Allerbestes. Ja? Denn das Gedicht lautet, wenn. Wenn ich mein Leben noch einmal leben dürfte, würde ich viel mehr Fehler machen. Ich würde entspannen. Ich würde viel verrückter sein als in diesem Leben. Es gäbe nur wenige Dinge, die ich wirklich sehr ernst nehmen würde. Ich würde mehr Risiko eingehen. Ich würde mehr reisen. Ich würde mehr Berge besteigen, mehr Flüsse durchschwimmen und mehr Sonnenuntergänge betrachten. Ich würde mehr Eis und weniger Salat essen. Ich hätte mehr echte Probleme und weniger eingebildete. Sehen Sie, ich bin einer dieser Menschen, die immer vorausschauen und vernünftig leben. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Und wenn ich noch einmal leben dürfte, dann würde ich vieles ganz anders machen. Wenn ich noch einmal leben dürfte, hätte ich viel mehr schöne Momente. Ich würde eigentlich nur noch welche haben. Nur schöne, einen nach dem anderen. Ich würde bei den ersten Frühlingsstrahlen barfuß gehen und vor dem Spätherbst nicht damit aufhören. Ich würde vieles einfach schwänzen. Ich würde mehr Achterbahn fahren und ich würde öfter in der Sonne liegen. Ich finde ziemlich gute Gründe, warum es sich lohnt, Ihr Leben hier, heute und jetzt zu leben. Denn ich bin nicht ganz so esoterisch begabt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, es gibt auf jeden Fall ein Leben vor dem Tod. Und dieses Leben ist wertvoll. Das heißt für mich ganz klar, Zeit verschwenden heißt ratenweise Selbstmord begehen, weil daraus besteht letzten Endes unser Leben. Und ein Herr, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr drauf habe, von dem habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden, im Alter von 83 Jahren. Und dachte ich, das könnte ein schönes Motto sein für die Movie Meets Media. Life's Journey, im Alter von 83. Life's Journey is not to arrive at the grave in a well-preserved body, but to skid sideways, totally worn out, shouting, holy shit, what a ride. Schöneres Motto wüsste ich für heute Abend auch nicht mehr. Also frei übersetzt heißt es für mich so viel wie, gehen Sie heute Abend nicht zu früh nach Hause,
Wenn möglich, gehen Sie nicht alleine nach Hause. Sie kennen die Statistik. Und haben Sie einen wundervollen Abend. Vielen Dank.